Kollegin. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Fraktionsvorsitzender, jetzt nicht da, erinnert gerne an den Satz von Kurt Schumacher: Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit im Bereich der Heilmittel- und Hilfsmittelerbringer sieht aber nicht besonders gut aus. Nur 5,4% der GKV-Gesamtausgaben sind offenbar weder politisch noch finanziell interessant, sodass man etwas tun muss. Beide Bereiche sind nicht gut geregelt. Es kommt zu Qualitätsabbrüchen, es kommt zum Abwandern von Mitarbeitern und es kommt bedauerlicherweise inzwischen auch zu massiven Nachwuchssorgen. Heute beschließen wir deshalb ein Gesetz zur Stärkung der Heil- und Hilfsmittelberufe. Und, meine Damen und Herren, das sage ich hier mit aller Deutlichkeit, die Heilmittelerbringer und Hilfsmittelbringer in Deutschland haben es verdient. Danke, Herr Brandt. Es ist ein Gesetz, welches die Versorgung verbessern wird und unsere Heilmittelerbringer, die Therapeutinnen und Therapeuten, in ihrer Arbeit stärkt und sie respektiert. Es ist ein Gesetz, das aber auch unsere Hilfsmittelerbringer, das sind unter anderem die Orthopädietechniker, die Orthopädie-Schuhtechniker und die Pflegehilfsmittelberater, weiter etabliert. Es ist ein Gesetz, und es ist wichtig, dass die ganzheitliche Versorgung in unserem Land vorantreibt. Das Hilfsmittelverzeichnis zum Beispiel wird einer grundlegenden Überarbeitung unterzogen. Das ist notwendig, damit wir auch hier einen aktuellen Stand halten und Patienten mit neuen innovativen Produkten versorgen können. Diese Überarbeitung muss bis Ende 2018 abgeschlossen werden. Ein sportlicher Zeitraum. Ich würde mich freuen, wenn der Spitzenverband der Krankenkassen sich an meiner Forderung nach einer Hilfsmittelkommission anschließt und eine gelebte Zusammenarbeit umsetzt. Das Know-how der Hersteller und betroffenen Verbände ist enorm. Es gilt, dieses Wissen mitberatend einzubinden. Wir können es nicht verschwenden. Stellungnahmen für die Schubladen haben wir in letzter Zeit genug produziert. Qualität ist der Maßstab. Eine Regel, die wir alle auch privat natürlich beherzigen. 5 Millionen Menschen in Deutschland sind direkt oder indirekt auf eine vernünftige Hilfsmittelversorgung angewiesen. Das haben wir erkannt und haben Maßstäbe gesetzt. Bei Ausschreibungen, sehr wichtig, zum Beispiel müssen jetzt 50% der Produktkriterien qualitative Aspekte sein. Wir setzen weiterhin durch, dass Versicherte zwischen verschiedenen aufzahlungsfreien Hilfsmitteln wählen dürfen. Diese müssen auch eine gute Qualität haben. Bei Hilfsmitteln mit einer hohen Individualität legen wir fest, dass es keine Ausschreibung geben darf. Das alles ist vernünftig und endlich im Interesse der Patientinnen und Patienten in Deutschland. Aber auch der Bereich der Heilmittel wird neu bedacht. Heilmittelerbringer, Sie kennen sie alle. Es sind Podologen. Sie sorgen dafür, dass wir gut zu Fuß sind. Es sind die Logopäden, die besonders nach Schlaganfällen Betroffenen das richtige Sprechen wieder beibringen. Es sind weiterhin die Ergotherapeuten, die die eingeschränkte Motorik zum Beispiel für das Schreibenlernen bei Kindern verbessern. Wichtig für die Teilhabe. Und fast jeder von uns war auch schon bestimmt mal bei einem Physiotherapeuten oder einem Masseur. Nicht nur beim Spruch "Ich habe Rücken" können Sie weiterhelfen. Sie leisten alle gute Arbeit am Patienten. Dafür meinen aufrichtigsten Dank an diese Berufsgruppen. Aber sie alle sind in der Vergangenheit aus dem Blickfeld oftmals von Politik und Kassen gerutscht. Schlechte Bezahlung, aber doch Wertschätzung durch die Patienten sind Alltag. Stichpunkt Wertschätzung. Sie alle haben bestimmt ein Auto, wenn nicht sogar zwei. Denken Sie doch mal an Ihr Auto. Jeder von uns weiß, was die Stunde beim Automechaniker kostet. Die Preise brauche ich Ihnen sicher nicht nennen. Aber wissen Sie auch, was die Therapeuten für eine Stunde ihrer Arbeit bekommen? Es kann nicht sein, dass ein Automechaniker offensichtlich deutlich mehr wert ist als ein Menschmechaniker. Und dieses Wort meine ich nicht despektierlich, sondern voller Respekt.
Und ganz ehrlich, man muss auch darüber mal laut nachfragen dürfen, die Ursachen ergründen und dann mit den Verantwortlichen darüber reden müssen, warum die Bezahlung so ist. Aufgrund der schlechten Gehaltsaussichten interessieren sich kaum noch junge Menschen für diesen Berufen. Es sind schöne Berufe, welche an sich sehr beliebt sind. Kommen wir aber mit den Gehaltsinformationen, fliegen sie meistens schnell wieder aus den Berufsvorstellungen raus. Wir haben erkannt, dass die Vergütungssituation offensichtlich abschreckend ist. Wir haben erkannt, dass wir mit der Entkopplung von der Grundlohnsumme ein Signal setzen können. Ein Signal, das wir dann deutlich einbringen, dass die Patientinnen und Patienten mehr von besser bezahlten Therapeuten haben. Hier tragen aber jetzt die Verbände die Verantwortung. Auch das wird ein Lernprozess sein. Sie müssen lernen, sich mit den Krankenkassen gut auseinanderzusetzen. Und nur ein Hinweis an die Verbände: Je geschlossener sie es tun, umso erfolgreicher werden sie wohl werden. Weiterhin wissen wir, dass das Potenzial von gut ausgebildeten Therapeuten nicht ausschöpfend genug ausgelastet wird. Wir müssen ihr Wissen mehr nutzen. Wir müssen Modelle finden, wo wir Wissen adäquat abholen. Mit der Blanko-Verordnung haben wir uns für so ein Modell entschieden. Es gibt ihnen die Chance, zu zeigen, wie sie ihre Arbeitsqualität einbringen können. Es ist die Frage, wie wir nach einer ärztlichen Diagnose mit welcher Therapieform und wie lange am Patienten arbeiten. Das Modellvorhaben wird deutlich machen, wie groß das Potenzial ist, nicht nur fachlich, sondern auch wirtschaftlich bewusst zu arbeiten. Und das zum Trotz aller Unkenrufe. Delegation und Substitution sind die Stichworte, die wir jetzt und zukünftig umsetzen müssen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir dadurch eine verbesserte Versorgung erreichen werden. Ich bin auch sehr davon überzeugt, dass wir langfristig und kurzfristig Kosten einsparen werden. Es muss ein Umdenken passieren. Es kann nicht mehr ein Nebeneinander her. Es muss dieses Silo-Denken aufhören. Und man muss daran denken, dass man im Interesse der Patienten arbeitet. Letztendlich ist mir noch ein Punkt wichtig, welcher in der Vergangenheit leider auch schon oft übersehen wurde. Wenn Politik ein Gesetz verabschiedet, darf sich Politik nicht von der Begleitung des Gesetzes verabschieden. Es muss eine Berichterstattung geben bei der Durchführung, aber auch eine Sanktionierung bei Nichtumsetzung. Der Gesetzgeber sanktioniert auch immerhin Leute, die bei Rot über die Ampel fahren. Sehr geehrte Damen und Herren, eine Idee, welche nicht im Koalitionsvertrag steht, und damit komme ich zum Ende, hatte eigentlich keine Chance. Deshalb mein herzlicher Dank an unsere Bundesminister für Gesundheit, Hermann Gröhe, den parlamentarischen Staatssekretärin Annette Wittmann-Mautz und Ingrid Fischbach, dem Pflegebeauftragten Karl-Josef Laumann und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums. Aber auch meiner AG-Vorsitzende Maria Michalk will ich danken und zum Schluss auch meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Arbeitsgruppe, welche ich sicherlich immer wieder damit genervt habe. Aber auch Dank an die Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheitsausschuss. Zuletzt möchte ich mich aber bei denen bedanken, die es betrifft, nämlich die Heil- und Hilfsmittelüberbringer, welche spürbar ihren Beitrag geleistet haben, uns als CDU- und CSU-Fraktion mit vielen Beiträgen zu diesem Gesetz zu ermutigen. Es sind diejenigen, die täglich am Patienten arbeiten, und sie haben meinen vollsten Respekt verdient. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächste Rednerin hat Birgit Wöller für die Fraktion Die Linke das Wort.